Nein, kein Schwänze, was geht ab, Alter? Oh, Jungs, Alter, wie geht's euch, Mann? Alles fresh in der Hood? Nee, Jungs, es ist leider keine Rolex. Ich wünschte, es wäre eine, aber es ist leider nur eine 100-Euro-Uhr. Aber ich dachte mir, Jungs, wenn ich heute schon komplett zerfickt werde, dann will ich wenigstens einigermaßen gut aussehen. Und Stargames, danke für die 5, Mann. Hab Bonzi nach Feature gefragt für Diss-Track. Er meinte, er will dich nicht dissen, weil er Angst hat, dass du sonst nicht mehr mit ihm spielst. Oh, das hat er safe wirklich gesagt, oder? Wir haben dieses Mal, ja, doppelt so viele Einsendungen wie beim letzten Mal. Bro. Es sind einfach 85 Einsendungen, Jungs. Digga, richtig fette Pox für Jella Snow und Ampix, ja. Die beiden sind zusammen hingegangen und haben einfach ein Intro gemacht. Also wir werden uns kurz dieses Intro reinziehen und dann fangen wir an, alright, Jungs? Es ist richtig geil. Ich hab's schon gehört. Alright, let's go, Alter. Das ist richtig geil. Ich hab das schon gehört, Jungs. Oh shit! Danke für die ganzen Subs, Jungs. Übelst nice. 3, 2, 1, and. Und es geht Damn, wieder son, where's your money, los, ja, los, ja. Mit Kevins Rap-Turnier diesen Monat. Übelst nice. Geilen Beat gepickt und das Ganze dann recorded. Kevin wird da nicht nur bloß gefickt, sondern auch ermordet. Und es geht los, Rap-Gesang oder Trap. Kevin entscheidet, geil oder wack. Gleich kommt der Part von Jella, den finde ich übel geil. Es ist an der Zeit, Battle Nummer 3. Seid ihr bereit, gegen Kevin zu reimen? Ich meine nicht, dass ich das lohnen würde, doch es gibt einen Preis. Und aus diesem Grund bin auch ich wieder dabei. Und wer wird heute wohl Platz 1? Ich kann es dir nicht sagen, doch ich tippe auf your Prime. Google Voice wurde gebannt. Jetzt wollen wir sehen, ob du's kannst. Wie viele schreiben mein Lied und wie viele davon ignorieren den Beat? Ich schau nur zu, wenn's in die Nackt ist. Und schalt ab, weil Messerpflicht im Takt ist. Hör mir mal zu, das was du mir tust, das ist kein Beruf. Weder auf Twitch, noch auf YouTube. Oh shit! Alright, Jungs! Dann würde ich sagen, fangen wir an. Welcome to the game, du dem ich ja voll Spaß. Hab kein Verständnis dafür, dass du noch Erfolg hast. Du bist fast so Pussy wie Cindy. Dein Horror-Game ist fast so viel Horror wie cringy. Würdest du nicht so viel weinen wie reden? Hätte keinen Grund, mich für dich Bastard zu schämen. Es war rap-technisch komplett Katastrophe. Aber es war wirklich lustig. So, jetzt kommt TK. Die Vorstory hier ganz kurz. Die Vorstory war, ich habe so ein Fortnite-Best-of geguckt, weil ich gegessen habe on-stream. Und dann war sein Clip und es war PlayStation und ich hab's geskippt. Ah nee, es ist Xbox sogar. Es ist Xbox und ich hab's geskippt und es hat er halt mitbekommen und dann war er mega pissed. Und hat eine Ansage gemacht auf YouTube. Beste Mann. Ja, Papa Platte. Da bin ich also wieder. Du traust dich, meinen Clip zu skippen. Denkst du kommst davon, Digga? Reicht's dir nicht, Kevin zu heißen? Muss man sich jetzt hier wirklich die Mühe noch machen, den Arsch aufzureißen, Alter? Na gut, Kevin. Was soll's? Skippst meine Clips, weil du ein Hurensohn bist. Spielst besser wie Trimax, nur beweist das doch nix. Selbst du musst erkennen, wie schlecht du doch bist. Also skippst du die Clips, weil du merkst, du bist nix. Spielst auf dem PC wie ich mit Controller, also schäm dich, du Bastard, und mach keine Pro, ja? Ich google deinen Namen und warte mal, ich find gar nichts. Bist so irrelevant wie Conchita, du Wurst. Von ihr hast du AIDS. Ich wusste es doch! Jetzt kommt Joshua, der Rap-Gott, und der Track heißt Rattenplatte. Ich brauch keine guten Rhymes für dich. Du siehst aus wie ein scheiß Fisch. Es ist Samstag und der Discord float um 14 Uhr. Er wartet gar nicht, bis der Beat einsetzt, Junge. Joshua macht keine halben Sachen hier. Joshua prügelt einfach direkt raus. Scheiß drauf, dass der Beat einsetzt. Wofür? Ich knüppel einfach schon vorher die Lines raus. Ich brauch keine guten Rhymes für dich. Du siehst aus wie ein scheiß Fisch. Es ist Samstag und der Discord float um 14.04 Uhr. Dieser Beat ist so cool, ich friere. Der Beat ist so krass, ich friere. Joshua, Alter, wie kommt man auf sowas? Alright, weiter geht's, Jungs. Wir hören jetzt den nächsten Track von Nightbot. WTF, Alter. Was erwartet uns hier? Hallo, Kevin.
Willkommen zu meinem Distrack. Mokka S. Ich fang an. Yo, Kevin. Mokka. Du bist voll blöd. Mokka S. Nein. Das geht jetzt nicht for real die ganze Zeit so, oder? Da kommt noch ein Beat. Voll gut. Yeah, ich bin cool. Du bist nicht cool. Haha, du hast jetzt gedacht, ich sag schwul. Haha, ich hab das jetzt doch gesagt. Sorry, war stark fies. Alter Jungs, jetzt kommt von Orange Morange und Pass Fame over Friends. Oh shit, okay, mit Video. Ja. Hey yo, Papa, Platte, dein Hype ist vorbei. Nach diesem Track, denn du weinst bei den Lines. Ja. Ich fix eins gegen eins oder einfach zu zweit, denn der Scheiß ist ein Nice Papa. Meine Nike sind weiß, mich hier keiner am Mike, die bleibt einfach Zeit. Ja, es gibt keinen Vergleich. Blaze den Rauch aus dem Daimler am Rhein. Ich häng in Amsterdam und Narko und wer ist das live, Digga? Für dich ist heute Zahltag wie beim Candlelight Dinner. Mach das Glück besser, nicht als Messerstecher, als einer Battle Rapper. Deine Freundin ist doch eigentlich ein Mann wie die Mann von Kendall Jenner. Ja, ja. Trage feinste Designer Waren, damit kann ich die Viber haben. Egal ob Cindy, Bianca oder die Isa. Du bist Streamer, Streamer depressiver. Deine Szene sind Skifahrt von einem crackabhängigen Dealer. Ja. Alright, 8,5 aus 10, aber sehr, sehr geiler Track. Pox in Chat. Das Beste bisher mit Abstand, wirklich. Ja. Gute Arbeit, Jungs. Alright, machen wir weiter, Jungs. Das nächste kommt von Wohin genau und heißt Weil wegen Isso. Wohin genau? Nein, für die 2, Digi. Du bist professionell hingerichtet am 17. Safe. Na, Papa. Du hast das selber gesagt. Du bist hingerichtet. Safe. Dafür sorge ich jetzt. Du alter Hundefuß. Nice. Der erste kenne ich, glaube ich. Geil, Alter. Bleib sitzen auf deinem Stuhl. Genieß die Show. Du scheiß Butterbirne. Hallihallo, du Missgeburt. Selbst die Nonne wird feucht, dass du es bitte auch mit ihr versuchst. Aha, bitte, Kevin. Du versemmelst es ganz die Glocken länger als das Seil. Deshalb brauchst du doch den Pferdeschwanz. Dicke Schwänze. Weil viele Schwänze in dein Maul passen, brauchst du doch das Loch deiner 1 Liter Volvic-Flasche. Okay, pass auf. Ich finde, der Track hier hat mehr so, was mich wirklich bumst, sag ich mal, finde ich persönlich. Aber der Track von Orange und so ist eher was, was man wirklich sich vielleicht so privat geben würde. Versteht ihr? Max meint, das ist eine 9 hier. Nennt man dich in deiner Gegend oft, wenn du hilfst. Ich finde nicht, dass es eine 9 ist, Jungs. Ich mache eine 8, aber ich gebe hier so ein Sternchen oder so. Wir gehen am Ende nochmal durch die mit den Sternchen und entscheiden nochmal neu. Alright, MC Schnitty mit dem Song Pokerface. Ach du Scheiße. Jetzt kommt die erste richtige Katastrophe, Alter. Oh nee, Alter. Ich möchte dir nur sagen, dass du scheiße bist. Deine Freundin, ja, die hab ich gestern noch gefickt. Und außersehen hab ich dann in ihre Augen gewichst. Kevin, sei einfach leise mit deinem dollen Gesicht. Nicht rumheulen. Ja, der Pokerface-Track hat mich gerade vernichtet, Jungs. Das hab ich so zerstört. Jungs, ich zieh mir mal ganz kurz was Freieres an. Okay, ich zeig ein bisschen mehr Haut jetzt. Mir ist ein bisschen warm. Mir wird schon ganz schön warm bei den ganzen guten litten Tracks, die wir gerade hören, Jungs. Das ist ohne Spaß so ein Outfit, das Basti immer an, wenn ich zu ihm komme. Immer Jogginghose und Polohemd. Immer. Okay, das nächste ist von RZE und heißt Lösch deinen Kanal. Du bist deine billige Kopie. Das kleine Kind von Summit 1G. Das ist das, was letztes Mal gewonnen hat, by the way. Ach komm, Junge, ey, halt einfach die Fresse jetzt mal. Wir machen das jetzt hier vernünftig. Hast du mich jetzt verstanden? Das Scheiß hier regt mich schon wieder auf, ey! Meine Fresse! Geil! Es sind auch Schwänze hier, auch Schwänze da. Deshalb machst du dir auf den Inhalt diese Transe klar. Hör auf zu kochen. Ey, da muss ich ja fast brechen. Deine Freundin wird dich nicht mal besoffen ansprechen. Wolltest dein Konto pushen, ist dir leider nicht gelungen. War wohl ein bisschen fail mit deinen Kryptowährungen. Du bist so ein Vollidiot, machst dich jeden Tag zum Affen. Bevor sie die dich kannte, ging sie jeden Tag an Schaffen. Und jetzt kocht sie für dich, und das macht sie echt gerne. Und ihr Zuhälter winkt, ihr aus sicherer Ferne. Was ich mach, das ist sick, also pass auf und lerne, wie ich dich hier zerstöre. Kevin, scheiß Dumme, Bitch. Bis hier am Mike weggefickt. Pass besser auf, was du sagst, weil ich dich laufrecht nicht mag. Pass besser auf, was du sagst, ja. Pass besser auf, was du sagst, ja. Mit
bitte lösch deinen Kanal, ja. Bitte lösch deinen Kanal, ja. Oh, Digga. Boah, das war richtig nice, Alter. Das war wirklich richtig nice. Was los, Alter? Das war das Beste? Predictions kommt nichts Besseres. Cindy meint, es kommt nichts Besseres. Wow. Ja, ich fand den auch echt gut. Ist das eine 9? Ja. Ist erstmal eine 9, oder? Ja. Also, ist das das Beste, was wir bis jetzt gehört haben, Jungs? Ja. Okay, let's go. Black Pimmler, danke für die 2 Monate. Weg mit Jellas Bild, lass uns Fias Bild verwenden. Fuck Jella in Chat. Jella, wir sollten dich bannen, weißt du, wie ich meine? Das ist dein Karriereende. Du hast nichts mehr, außer deine leeren Hände. Es fallen keine Bits auf dein Grabstein. Es wird für dich keiner da sein. Das Ende der Karriere. Kevins werden keine Millionäre. Ich sag's zum letzten Mal, es tut mir wirklich leid. Aber Kevin, die Karriere ist vorbei. In den Track floss mir Arbeit jetzt in dein Leben hinein. Erst auf 3 bist du tot, deshalb zähl ich bis 3. Deine Karriere neigt sich dem Ende zu. Vor und nach Content bleibt immer ein Gänsefuß. Ja, wir kennen die Moves, kein 21-Stunden-Stream. Keiner spielt mit Kevin, denn keiner will mit Hunden spielen. Yeah, deine Subs sind so unverdient. Kevin und Content, ein riesengroßer Unterschied. Als ich damals unterschrieb für meine Subscription, war mir noch nicht klar, dass sie bei Kevin alle rigged sind. So geriet ich in die Abo-Falle. Kevin war nur wichtig, dass er genug Abos hatte. Doch weil das nicht klappte, ging er mit auf Nulltour. Und das Kevins Zacken ist Teil der deutschen Kultur. Also lutschte er bei Simon. Und er rutschte in den Tiefpunkt. Das ist dein Karriereende. Du hast nichts mehr, außer deine leeren Hände. Ey Jella, ohne Spaß, du hast dich richtig krass verbessert, Doc. Übel geil. Jella hat halt einen Song gemacht, den würde man sich vielleicht sogar in die Playlist packen, so. Aber trotzdem mit guten Lines. So, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ich muss diesen kleinen Punkt geben für, würde ich mir höchstwahrscheinlich sogar wirklich in die Playlist packen. Deswegen 9,5 aus 10 mit Stern. Ist ein Brett, Jella, auf jeden, Alter. Okay, der nächste Track ist aber von Dynamics und heißt Warum Papa Platte? Dieser Typ will ein Rap-Battle machen und hat im Endeffekt nicht einen Funken von Ahnung, worauf es im Rap ankommt, geschweige denn damit er mal selber Musik gemacht hat und weiß, was es heißt, Musik zu machen. Ich hab die Hoffnung aufgegeben, dass der Typ irgendwas schafft, denn selbst eine Flasche, die vor dir steht, findest du nicht spannend. Das ist Papa Platte, aka der Typ, der nichts im Kopf hat. Es ist geil, Alter, dass wir so verschiedene Sachen dabei haben. Sowas zum Beispiel hatten wir noch nicht. Das ist so Oldschool-Rap. Wisst ihr, wie ich mein? Voll nice, Alter. Ich find's geil, dass wir... Mega geil, Alter. Wir haben so viele verschiedene Sachen dabei. Richtig geil. Ihr seid alle für eine 9, Digga. Es muss eine 9 aus 10 mit Sternchen werden. Okay, der nächste Song ist von Hypebeats und heißt Tellerzerstörung. Kevin, du kleiner Top-Cack, durchsitzen sammelt sich dein Bauchspeck. Sogar Cindy findet dich wack. Bitte zeig nie wieder dein Ballsack. Immer voll auf dem Hype-Train, trotzdem noch ein No-Name. Deine Streams sind zu lame, dafür meine Rhymes so insane. Seit Dobo weg, es ist alles anders. Zum Feiern hier gibt's keinen Anlass. Na, komm mal schnell ab mit dem Space Star oder schieß dich hoch in Space, ja. Trico sieht es als den letzten. 6 aus 10. Der nächste Track ist von Tyro und heißt Leb wie ein Tellerwäscher. Oh nee. Vermisse die Zeiten. Oh nee. Vermisse die Zeiten, wo Kevin noch guten Content brachte. Oh nee. Wenn ihr es mir nicht glauben wollt, er hat früher guten Content gebracht. Ja, ist ganz funny gewesen. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht. 3 aus 10. 3 aus 10. 3, komm, weil es lustig war, 3, 5 aus 10. Gido Wu kommt jetzt. Ich glaube, der hat letztes Mal was ganz Geiles eingesendet. Von Angesicht zu Angesicht. Kevin, ich bin angepisst. Ich komm von ganz unten bis nach oben in das Rampenlicht. Ich komm wie ein König, wie ein Phönix aus der Asche. Ich zeig dir dieser Song. Hier wird mehr als nur ein Papa-Diss. Tausende Viewer, er hat tausende Freunde. Sogar mit Cindy gehört Kevin zu den einsamen Leuten. Kauft die 2 Katzen, um von seinen Depressionen abzulenken. Ich würde ihm raten, seine Streams zu beenden. Ja, okay, ich bin da mit einer 8. Alright, jetzt kommt Criminal Allmann von Young Florian. Ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet, Dog. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Kevin Teller, du mieser Hurensohn, weg da, hier ist Florian. Ich schlag dein Face und Mist kaputt, man nennt mich auch Grobian. Ich schreibe diesen Text. Man nennt mich auch Grobian. Bruder. Muss los. Boah, Florian, es tut mir leid, aber ich muss hier eine stabile 2 aus 10 raushauen. Boah, der Beat scheint auch fett zu sein. Denn mit
Casino spielst Rollen wie Quentin Tarantino. 100 Videos, doch nie mit einer Keynote. Bin ich fertig, hab's Kevin mit einer Krankheit zu tun. Bist von klein auf bestraft, dein Name ist Punchline genug. 6? Mit 6 bin ich auch cool. Machen wir 6 aus 10. Jetzt kommt von Richter der Song Bless RNG. Und als Anmerkung steht da Nippelalarm. Boah, geil, dass Richter was eingesendet hat, Alter. Feier ich so brutal. Yo, Papa Platte ist ein abgefuckter Keck, der deine Kohle will. Und Richter nur der Typ, der diesen Kasper mit ner Strophe killt. Baller mit der Sky in dein Gesicht, dir hilft kein Lagerfeuer. Danach gehst du Bob, denn es wird niemand sein Sub erneuern. Mitsubishi Space Star, alles für die Cam. Doch in Wirklichkeit hat er lange schon einen Band. Fuck, in meinem Leben ging es hoch und runter wie eine Achterbahn. Junge, mich aufzuhalten funktioniert nicht wie dein Baklava. Motherfucker, du bist doch nur im Gym, um da zu duschen. Bro, von deinem Content kriegt man instinktiv nur Nasenbluten. Deine Sachen sind zerknittert und ich übertreibe nicht, doch bin mir sicher, Cindy weiß nicht, was ein Bügeleisen ist. Du bist von vorn bis hinten fake, aber machst Welle, du Clown. Sogar dein Logo ist komplett von Pelle Pelle geklaut. Oh. Lieber Gott, ich krieg es kotzen, wenn er twittert, ich hab Bock. Doch es kommt niemals wirklich Gutes dabei rum, wie wenn er kocht. Ich zeig dir, wo die Messlatte liegt. Hau so lange auf dich ein, bis ich die Brechstange bieg. Digga! Rest to the motherfucking peace. Doch wow, es ist übersig! Richtig nice. Damn, holy shit, das ist... Das ist richtig unfair, Alter. Richter ist halt professional, aber trotzdem übergeil. Richter, wir haben hier die 10, denke ich. Da braucht man, glaube ich, nicht diskutieren, Jungs. Das ist, glaube ich, hier die 10, Digga. Weiter geht der Bums. Wir sind das nächste jetzt bei Spider-God. Das nächste ist von Flying Doom und heißt Kevin Rufmord. Jetzt ist schon wieder dieser Kevin dran. Lade meine Minigun, Kevin Teller. Ich bin der eine, der wieder mal auf deinen Nachnamen eingeht, doch... Innovativer Papa Platte, halt die Klappe, denn in deinem Teller sehe ich nur Kugelfutter. Flying Doom, Alter. Junge, nö, ey. Jungs, ich muss echt sagen, ich habe richtig Muskelkater in den Wangen, Alter. Vom ganzen Lachen. Okay, der nächste Track ist von Charmeur. Alright, und heißt Papa Platte Diss. Scheiß auf ein Intro, es kann hier gleich losgehen. Es gibt ein paar Punches, dass der Papa K.O. geht. Er beweist uns ständig, dass Kevin nicht der Held ist. Zum Tisch stecken setzt er sich drauf, weil er ein Teller ist. Dein Instagram-Account, Alter, Digga, muss los. Sieht aus wie von einer Bitch mit Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Du schwimmst mit dem Schwung, spielst die Games für die Klicks. Von der Minecraft-Hure zur Fortnite-Bitch. Es ist eine 8. Es ist eine stabile 8. Alright, der nächste Track ist von My Clock is Big und heißt Kevin wird gebumst. Wenn Frauen viel von mir halten, haben sie mein Dick in der Hand. Wenn Frauen viel von dir halten, haben sie nichts in der Hand. Mehr brauch ich nicht zu sagen, du verschwendest meine Zeit. Ich fick dich, du Penner. Vergewaltigung hoch 3. 4 aus 10. Ja, und jetzt kommen Niall und Tommy mit dem Track Adoptiv Papa Platte. Kevin hat verkackt, hat damals Platten vertickt, ist geswitcht und macht jetzt auch Streamer bei Twitch. Bisschen Patte durchkriegst, die Leute raffen das nicht. Du wolltest Battle, du wirst heute richtig gefickt. Mach den Track kurz fertig, hab noch paar Stunden Zeit. Schlachte dich wie Untote, nenn mich Rick Grimes. 7,5 aus 10. Okay, das nächste ist ein Glas voll Dreck. Und der Song heißt Papa Platte weg. Nee, Alter. Du hängst auf YouTube und hast Michael Jackson. Und trinkst nebenbei einen Chigidi Jackson. Bitte nicht, Alter. Yo, jetzt kommt T-Jazz und der Song heißt Countdown deiner Subs. Monka S, Alter. Lächerlich auf Google kommen Tänzerpics, wenn du in die Suche Kevin Teller gibst. Doch dein Logo ist ganz nice, weil's von Pelle Pelle ist. Wenn Schüsse fallen, sehen wir, wie du wieder zu einem Tänzer wirst. Du ersetzt den Domo durch einen Kratzbaum, bald ersetzt sich deine Freundin auf, weil sie einen Schwanz braucht. Oh. Sie kann dich gar nicht mehr sehen, weil du den ganzen Tag, nennen wir es, arbeiten gehst. 8 mit Sternchen finde ich cool, ja. Alright, jetzt kommt John Boy und Robson. Der Song heißt Totales Ermordungsszenario. Hashtag Rap Battle 3. Jo, ist kein Rap. Ist ein bisschen was anderes. Aber für dich reicht's. Und ja, wie gesagt, also auf jeden Fall. Ach du, Rap Battle for you. Porsche Cayman S, Jungs. Jawohl, ja! Richtiges AIDS-Video, Alter. 0 aus 10, minus 2 aus 10, Kimille, minus 2 aus 10. Alter, jetzt kommt ein Track von iCraft MC, ich erwarte hier viel. Es heißt, Kevin wird zum dritten Mal gefistet. Sein Track beim letzten Mal war wirklich nice. Ich hoffe, dieser auch.
Geh mir aus dem Weg, du Wannabe-Spaß. So wie du klingst, Bitch, denkt man, dass du Comedy machst. Dein Vater pumpt mich auf dem Weg zur Arbeit im Auto und wünscht dich währenddessen sein ungewollter Sohn wär genauso. Du bist kein Stück lustig, aber eine Witzfigur. Vergleicht man uns, bin ich Mr. Juni, wirst du die Missgeburt, Wichser. Wir machen 8,5 aus 10 mit Sternchen und wir entscheiden am Ende. Alter, der nächste Track ist von Rindos, der hat auch gerade einen Sub dagelassen. Und das heißt, also der Track heißt Offene Rechnung. Oh shit. 4 zu 3, Jungs. Wenn jemand ein Video in 4 zu 3 hochlädt, dann bedeutet das Zerfickung, Alter. Damals sagtest du, ich wäre ziemlich fett. Aber fürs Finale war ich dann zu schlecht. Deine fette Freundin, Cindy, ist ne Bitch. Hau ihr einmal ins Gesicht und sie ist rot wie Weihnachtslicht. Der hässliche Bastard kriegt jetzt ein Raster. Wenn ich fertig bin, braucht die Pussy ein Pflaster. 7,5 aus 10, diesmal auch nicht im Finale. Rindos, Grüße gehen raus. Yo, okay, jetzt kommt Kevin, der Übermensch von Lord Carey. Ach so. Ah, okay, verstehe. Aber Lord Carey ist auch nicht der Übershit, Bro. Hands down. Oh, shit. Aha. Lord Carey ist also nicht der Übershit. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann kriegst du jetzt mal 3 Minuten Real Talk. 3 Minuten. 2 Minuten 58, Bruder. Du wohnst auf deiner Arbeit und kommst trotzdem zu spät. Hey. Dein Autismus ist ne Sache für dich. Darüber lache ich nicht. Sowas mache ich nicht. Nein, sowas mache ich nicht. Es sei mir nur was für ein Spaß. How could this happen to me? I made my mistakes. Ich finde, das ist eine 8,5. Es ist eine 8,5. Alright, der nächste Track ist von Notrin und der soll gut sein. Er heißt Abo-Falle. Producer steht im Titel, Ehrenmann. Echt jetzt? Nur 3 Minuten. Der Track war 4,5 Minuten lang, okay? 4,5 Minuten lang. Intros weg, Outros weg, paar Parts sind weg. Aber naja, ich hab dich trotzdem gefickt, ne? Nutze Info. Früher warst du noch ziemlich underground, doch ungewalter, du hattest das Blasen drauf. Du bist hochgeflogen wie ein Astronaut, doch du stochen viele Fragen auf. Du kannst dich mal mit deinen Salzstangen arm, selbst ohne Gewicht deine Langhantel tragen. So gay wie deine Haare aussehen, kannst du glatt im Kaufhäuser nach Handtaschen fragen. Pfandflaschen sammeln war früher dein Beruf, zum Glück hast du nichts mehr mit dem Scheiß zu tun. Jetzt noch ein Mädchen an der Seite als Kellerkind und Nerd. Statt Cindy nennen wir sie doch einfach Teller-Nipple-Girl. Mach doch Boss mit eurer Zeilen, alles Lückenfüller, Bitch. Kämme würde da reinpassen, weil sie Rücken dünner ist, kein Skill in, kein Game, sodass du dich boosten lässt, bis du ein Chicken Dinner kriegst. Das ist Papa Platte mit seiner Abo-Falle. Du hörst, wie ich meine Waffe lade und ich ziel auf dich. Das ist Papa Platte mit seiner Abo-Falle. Du hörst, wie ich meine Waffe lade und ich ziel auf dich. Neu mit Stern, 100%ig. Ein paar harte Lines. Es ist aber immer noch klar, dass ich hier der Krasse bleib. Ja, neu mit Stern, safe. Alright, der nächste Track ist von Ozzy Deluxe und heißt Bye Bye. Kranker Beat auf jeden Fall. Papa-Platte, was geht ab? Denkt der wirklich, er wäre lustig? What the fuck? Welcher Lappenfuck auf Twitch als Arbeitsgebiet? Sag mal, wo ist das ein Job, wenn es keine Arbeit gibt? Dein Name ist Programm. Neu mit Sternchen ist es. Okay, jetzt kommt Arbeitslos von Ampix, Alter. Nacho. Allein in deinem Zimmer, denkst du wärst der Gewinner. Den ganzen Tag nur am Zocken, im Jahr 52 Wochen. Und dann kommst du angekrochen, denn wir hätten's ja versprochen. Subs und Donations auf unseren Nacken und sind trotzdem dabei, dich auszulachen. Denn du verschwendest all dein Geld, ja, für Glücksspiel und Kryptowährung. Das ist wie in der echten Welt, ja, denn auch dort ist dir nie was gelungen. Und dann versuchst du noch, uns in die Abo-Falle zu zwingen. Aber scheiß dann einfach auf uns und machst nicht einmal Subgames. Ich glaube 9 mit Stern. Jo, 9 aus 10 finde ich cool. Alright, der nächste Track heißt kein Stream, sondern Shit. Alright, schauen wir uns an. Let's go. Oh, Monka S, Alter, was kommt jetzt? Hier kommt Vertigo, heißt es werden Kevins vernichtet. Hashtag Real Talk, deine Scheiße wird nicht beschwichtigt. Wer den Scheiß feiert, der ist im Kopf doch nicht richtig. Oder zumindest hat man bei denen auf Gehirne verzichtet. Ich mein's nicht böse. Wir geben eine 6,5. Nee, wir geben eine 7. Okay, Jungs, wir gehen jetzt zu den Sternchen-Dingern. Das bedeutet, wir hören sie nochmal an und bewerten quasi jetzt. Also wir entscheiden jetzt aus den allen, die Sternchen haben, was die Top 3 ist. Mein Platz 1, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der hier. 100%ig. Da brauchen wir nichts mehr anhören. Das ist einfach die Platz 1. Fertig. Aber Richter meinte gerade, dass
wenn er Platz 1 wird, er seinen Gewinn quasi an den zweiten gibt. Also machen wir quasi, Richter ist Platz 1, hundertprozentig, keine Frage. Und boah, das von Jella war brutal. Ich glaube, das ist dann quasi, wenn Richter jetzt schon außer Wertung ist, ist das hier der Platz 1. Boah, das war aber auch brutal. Du bist dein... Ich bin mir doch noch nicht sicher, ob das der Platz 1 ist. Fuck, das ist echt so schwer. Fuck, ist es so schwer. Ich glaube, RZE fliegt. Bleibt auf jeden Fall erstmal drin. Fliegt. Sorry, Bro. Spielt die Games für die Klicks von der Minecraft. Ah, genau, dann nämlich, der fliegt. Lade und ich zähle auf dich. Ah, fuck, ist schwer, Alter. Ich glaube, die beiden fliegen. Oh, fuck, und jetzt müssen wir von den vier drei auf ein Rating setzen, Alter. Ist das schwer. Ich kann mich nicht entscheiden, Alter. Das sind meiner Meinung nach die vier Besten. Boah, shit, Digga. Also, Jella, Bro, du bist auf jeden Fall nicht Platz 1. So viel sei gesagt, Bro. Flow über den Beat, als wär ich geisteskrank und reiß ihn ab mit meinem Part, weil ich dich an der Leine hab. Für dich zählt der Fame over Friends, ja. Ich glaube, es fliegt. Ich glaube, das fliegt, Jungs. Ich glaube, das fliegt. Aber einfach nur, weil es leider nicht so viel Bezug hat. Einfach, es geht halt einfach viel nicht über mich und so. Und das macht es halt leider nicht geil. Ansonsten ist es geil. Versteht, was ich sagen möchte? Ich bin schon ein bisschen durch, Digga. Wir haben seit 6,5 Stunden Tracks. Alright, das ist unsere Top 3, Jungs. Oh shit, Alter, jetzt ist schwer. Nicht, dass du traurig bist, also ist es besser, wenn du... Platz 3. Platz 2, Platz 1. Easy. Das ist es, Jungs. Das ist es. GGs an jeden, der mitgemacht hat, Alter. Danke fürs Einschalten. Holy shit. Danke an jeden, der was eingesendet hat, Jungs. Dickes Pork and Chair für jeden. Wirklich jeden, der was eingesendet hat. Unglaublich geil. Wird wirklich von Mal zu Mal immer geiler, Jungs. Vielen, vielen Dank, Mann. Das ist so schwer zu entscheiden, glaubt mir. Das ist richtig schwer. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier gut entschieden habe, Jungs. Ich hoffe. Zum Abschluss läuft nochmal der Track von Richter, Jungs. Danke an alle, die mitgemacht haben. Wirklich geil, Jungs. Sei bitte nicht sauer oder traurig, wenn ihr irgendwie eurer Meinung nach ungerecht bewertet wurdet oder irgendwie sowas. Oder wenn irgendwie nicht euer Lieblingstrack irgendwie in den Top 3 ist oder whatever. Es ist wirklich schwer, hier irgendwie die Besten rauszusuchen, alle Jungs. Aber es geht ja auch nicht um die Top 3, bla bla, sondern es geht wirklich einfach nur für den Fun, Jungs. Und es war wirklich übergeil. Danke fürs Zuschauen. Gang, gang. Und ihr kranken Motherfucker, Alter. Vor allem Richter, du Bitch, Alter. Übergeil. Macht's gut, Jungs. Peace. Yo, Papa Platte ist ein abgefuckter Keck, der deine Kohle will. Und Richter nur der Typ, der diesen Kasper mit ner Strophe killt. Baller mit der Sky in dein Gesicht, dir hilft kein Lagerfeuer. Danach gehst du broke, denn es wird niemand sein Sub erneuern.